Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sui Sui Box von Haiti. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sui Sui von Haiti, das Ganze am 3. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, so sieht das aus. Ich habe keine Pizza bestellt. Nein, es ist tatsächlich eine Deutschrap-Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier entlang fahren. Wunderbar. Und dann schauen wir mal rein. So. Also, das ist die Box. Hat meines Erachtens nach wirklich eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit zu seinem klassischen Pizzakarton. Auch die Farbe hier in Weiß, wirklich rundum. Hier oben haben wir einmal Interpretin plus den Boxtitel, und zwar nennt sich das hier Sui Sui Survival Kit. Dann haben wir hier einen, ja, was ist das, einen Geist oder so eine Horrorgestalt, die hier mit labbrigen Händen und einem Umhang kommt. Dann hier einen Schmetterling oder ein X, je nachdem. Produced by Project X. Dann haben wir unten links noch einen Barcode. So, hier lesen wir wieder Sui Sui Survival Kit Haiti. Rechts in Weiß, oben diese, ich sage jetzt mal Schmetterlinge, und links wieder Weiß. Auf der Unterseite ebenso schlicht in Weiß. Das Ganze ist so eine ganz einfache Kartonbox. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, das ist der Inhalt. Wir haben hier zum einen mal einen Buckethead, also so eine Anglermütze, so einen Anglerhut. Dann haben wir Sticker, die hier wild durch die Gegend fliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Sticker. Ein Poster und das Album auf Vinyl. So, das ist gar nicht eingeschweißt, das kommt uns hier direkt ohne Folie entgegen. Okay. So, dann machen wir die ganze Geschichte mal wieder zu. Den Pizzakarton falten wir wieder zusammen. Und dann schauen wir mal. Also, wir starten natürlich wie immer mit dem Album an sich. Das Ganze hier auf Vinyl. Der Rest kommt derweil noch zur Seite. Also, so sieht das aus. Das ist das eigentliche Cover von Sui Sui. Wir haben hier die Künstlerin mit einer Pfeife im Mund. In Schwarz-Weiß das Ganze. Hier unten lesen wir dann auch wieder Interpretin plus Albumtitel. Auf der Seite lesen wir hier oben auch wieder Haiti Sui Sui. Und auf der Rückseite haben wir dann dieses kleine Hündchen hier mit der Kerze auf den Kopf gemacht. Produced by Project X, die Beteiligten, die Labels, Barcode. Und hier oben gibt es dann die Tracklist. Wir haben hier ein paar Features, und zwar haben wir ein Feature von Albi X, Shipta, Marv, Vasel, Clubsemain und Capuz. Das sind die Herrschaften, die hier mit drauf sind. 15 Tracks gesamt, 7 auf der A-Seite, 8 auf der B-Seite. Also eine einfache Vinyl, keine Doppelvinyl. Kommt hier, schauen wir, ob noch was drin ist. Nein, kein Downloadcode oder CD. So, das ist die Vinyl, kommt in einer weißen Papierhülle. Und die Vinyl an sich ist klassisch in Schwarz gehalten. So sieht die aus, auch hier wieder. Ja, für mich ist auf jeden Fall so ein Geist, so ein Comic-Geist. Das ist die A-Seite und das die B-Seite. Das sieht mir stark nach Jason aus, also Jason Voorhees, diese Horrorgestalt, dieser Serienmörder mit der Hockeymaske. Ich glaube, den kennen auch die meisten von euch. So, dann packen wir die Vinyl wieder zurück in die Hülle und machen direkt weiter
Als nächstes haben wir Sticker. Wie gesagt, 9 Stück an der Zahl. Einmal hier dieser Hund, den wir von der Rückseite des Covers kennen. Das kann man hier auch rauslösen. Also es ist kein quadratischer oder kein rechteckiger Sticker, sondern man kann hier wirklich dann die Form rund um den Hund hier entsprechend ablösen. Das ist auch der größte Sticker. Die anderen sind alle quadratisch und etwas kleiner. Einmal dieser hier, Haiti Fotoshoot, hier wieder mit der Jason-Maske. Dann haben wir hier La La Land mit diesem haarigen etwas. Toulouse mit dieser, ja, was ist das, wie so ein Schädel, ein Skelett von einer alten Oma. Dann hier auch wieder mit Kerze auf dem Kopf. Drogenfilm mit dieser Teufelsmaske. Barrio mit dieser Clownsmaske. Dann haben wir Paname mit diesem Wecker, mit dieser Uhr. Und als letzten Sticker gibt es dann nochmal den Geist. Ja, das ist es. Also 9 Sticker, 8 davon quadratisch und der eine rechteckig im Hochformat. Die Sticker allesamt in schwarz bzw. grau-weiß. Packen wir mal zur Seite. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Ein Poster. Und dieses ist hier im Hochformat. Das Poster beidseitig bedruckt. Auf der einen Seite im Hochformat hier eben das Cover zum Album. Und auf der Rückseite auch wieder im Hochformat. Wieder die Interpretin hier mit einem hellblauen Hoodie, ziemlich zugeschnürt, also vermummt mehr oder weniger. Und hier hinten sieht so aus wie ein Blitz, der auch wieder diesen Geist formt. Also das hier doch etwas farbenfroher als die andere Seite. Also beidseitig bedrucktes Poster, beide Seiten im Hochformat. Und das Poster ist von der Größe her A1. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Das ist dieser hier, also so ein Buckethead, so eine Fischermütze in dunkelgrau. Auch hier natürlich wieder der Geist. Und dann schauen wir mal rein. Es ist keine einfache Variante von so einem Fischerhut, sondern wir haben hier tatsächlich Schleppen mit dabei. Bedeutet, hier so lange dunkelgraue Streifen, die hier links und rechts dann runtergehen. Der eine ist hier bestickt mit dem Haiti-Schriftzug, einseitig, und der andere mit dem Albumtitel. Die laufen dann am Ende hier so spitz zu, die beiden Schleppen, und die baumeln dann so runter, wenn man das trägt. Und wir haben es hier zu tun, Haiti Sui Sui, 30 Grad Merchandising GmbH aus Deutschland. Das Ganze ist 100, hier haben wir es, 100% Baumwolle. Und hier ist es etwas zugemacht, aber hier kann man es erahnen, made in China. Grüße gehen raus. So sieht das hier von innen aus, also auch hier innen in schwarz und dunkelgrau. Man kann die hier übrigens nicht rauslösen. Also die sind nicht optional, sondern die sind hier wirklich fest vernäht, die Schleppen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Fischerhut hier, dieser Buckethead mit den beiden Schleppen. Dann das Poster, beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat Größe A1. Die Sticker, 9 Stück an der Zahl. So sehen die aus, 8 davon quadratisch, recht klein. Und einer etwas größer hier, alle in schwarz-weiß. Und natürlich das Album an sich, Sui Sui, in der Vinyl Edition mit insgesamt 15 Tracks und diversen Features hier auf A- und B-Seite in dieser Einfach-Vinyl verteilt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Sui Sui von Haiti. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haiti unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.